Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ich habe ein bisschen versucht, die Karte zu studieren, denn wenn ich hier sinnlos herumlaufe, dann bringt das ja auch nicht so viel. Und ich werde jetzt mal gleich versuchen, einen Weg zu gehen, um zu gucken, ob der was wird oder nicht. So, und dafür muss ich zuallererst zur 1. Ne, ich bin sowieso schon hier richtig. So, das hier ist der Eingang E. Gehen wir diesen Gang mal entlang. Denn bei diesem Gang gibt es mehrere Gänge. So. Nächster rechts, dann kommt da rechts gleich so eine große Fläche. Das ist bestimmt Candy, ja. Und so ein komisches Wildschwein. So. Bis jetzt stimmt die Karte. Was links? Achso, scharfe Kurve, ja. Dummheit von mir. So, dann gibt es hier den Eingang G. Muss ich zu G? So, da geht es dort lang. Okay, muss ich mal gucken. So. Jetzt muss ich gucken, was da überall noch alles war. Das war das Puzzle. Habe ich das schon gelöst? Ja, habe ich. Sorry, musste aber sein. So. Dann geht es hier lang. Verschwinde. Das ist Linkys Gebiet. Da muss ich jetzt mal gucken, ob hier irgendwo ein Tauschfass ist. Bitte lass hier irgendwo ein Tauschfass sein. Da ist Didi am Werk. Natürlich gibt es hier kein Tauschfass. Na gut, dann gehe ich eben wieder raus. Ich wollte mich sowieso nur überzeugen davon, dass das der Weg G ist. Nein, hau ab, Fledermaus. So. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Ja, rechts. Das stimmt alles. Moment mal. Oh, mein Nieser wollte ich jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme haben. Deswegen gab es jetzt eben den kurzen Schnitt. So, Ausgang F. Jetzt bin ich hier. Moment mal, geradeaus weiter ist Eingang H. Aber wo genau? Ich habe Angst, hier runterzufallen. So, da unten sollte Eingang H sein. Da unten. Das sind keine Münzen. Oh, ich glaube, das ist neues Gebiet. Ich hoffe es so sehr, aber ich kann hier nicht wechseln. Ich kann hier sehr wohl wechseln, Moment mal. So. Hoffentlich kommen wir jetzt endlich weiter. Hat ja auch lange genug gedauert. Und auch nur mit Karte. Bin ich ein schlechter, unvorbereiteter Let's Player. Alle Leute deabonnieren mich. Und jeder hasst mich. Alle geben mir Daumen nach unten. Ah. So. Sind wir hier? So. Moment, ich muss gucken, wo genau ich landen muss. Ansonsten stecke ich in der Scheiße und komme hier nicht mehr raus. So. Super. Also, ich hätte es auch nicht besser gemacht. So, noch so ein Skelett. Und das ist Eingang H. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich mich noch ein bisschen weiter und gucken, was gibt's hier. Oh, oh. Ne, 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 ne. Ja, da gehe ich gleich rein. Lass mich in Ruhe, Skeletten. Oh, da ist noch so ein Boss-Typi. Null Bananen, okay. Kann ich vergessen. Oh, Melone. Danke. Und mehr. Ist genug Munition. Das, okay, das sind Chunky-Münzen. Da muss ich auch irgendwann mit Chunky runter. So, Eingang H, ich komme. Jetzt sind wir da. Linky, da ist eine Blaupause, aber für wen? Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Die Musik gefällt mir ganz und gar nicht hier. Okay, Linky-Münzen, lass mich in Ruhe. Scheiß Fledermaus, komm her.
So, ich habe kaum Munition. Mist. So. Scheint so, als ob ich jetzt endlich richtig bin. Ah, ich freue mich. Moment, steck die Knarre weg. Gibt sie Munition? Nein, aber Lebensenergie. Brauche ich überhaupt nicht. Mist. Die Kamera spinnt. Naja, lassen wir das jetzt. So. Lenki, okay. Tiny muss sich hier auch irgendwas machen. Sonst könnte sie da nicht rein. Nett. Wie ging das noch schnell so? Danke. Oh! Nein! Das könnte sehr, sehr lustig werden. Aber mal so überhaupt nicht. Da hinten ist die Banane, die ersehnte. So. Ich muss mir zuerst einen Überblick verschaffen, sonst springe ich da nicht hin. Okay, jetzt geht die Hand nach oben. Die Hand geht nach oben und dann kann ich auf die da hinten. Von der aus kann ich dann dort drüber. Von der aus kann ich dann wohin? Da und da dann drüber. Oi, oi. Das wird schwer. Ah, nein! Ja, ich hab's zu spät gemerkt. Naja, wenigstens ist der Weg nicht so weit dorthin. Oh, das könnte jetzt ein Weilchen dauern, Leute. Wenn es zu lange dauert, werde ich es wahrscheinlich rausschneiden müssen. Und dann würde der mich nämlich die Banane holen. Aber das will ich ungern. Weil ich möchte natürlich, dass ihr seht, wie ich die Banane hole. Aber trotzdem, irgendwie ist das Bild halt so dunkel und ich kann es nicht heller stellen. Wenn die Kamera nicht so arschbeschissen wäre. So, darüber. Und wenn das dann runtergeht. Oi, 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 das wird hart, Leute. Ist nicht gesprungen. Man hat vielleicht gehört, dass ich den Knopf gedrückt habe. Nochmal, hey. Tja, schon irgendwie gut, dass das hier nicht auf Emulator gespielt wird, weil auf Emulator könnte ich Save State nutzen. Aber hier auf Original N64 kann ich eben keine Save State nutzen. Und das hat auch sein Gutes, weil ich Save States verachte. Sonst könnte ich sagen, ja, ich mache Schnitt und ihr seht mich dann immer wieder hier und dann würde ich in Wirklichkeit immer wieder in Save laden. Das wäre echt lame. So, jetzt springt Tiny. Ah! Nein! Nein! Das ist jetzt sowieso scheiße. Dumm. Ich habe den Sprung geschafft, aber ich habe nicht damit gerechnet. So. Da. Ups, zu früh. Shit! Oh Mann! Das war ein Millimeter! Und wer jammert da eigentlich so? Oh, wie irgend so ein Zombie oder so. Also so ein Zombie aus, wie ist das Spiel noch schnell? Resident Evil. Und ja, ich habe noch nie Resident Evil gespielt. Ich habe zwar ein Resident Evil Spiel hier, nämlich Resident Evil Zero. Würde ich auch gerne let's playen, aber da bin ich mir fast zu 100% sicher, dass das Urheberrecht, bla bla bla, das verhindern würde. Nein! Das war knapp, Tiny. Bitte mach nicht solche Faxen. Da ist die Banane, die wohlersehnte. Jawohl. Und jetzt ist es mir egal. Aha, ich hab die Banane. Ich hoffe, die wird überhaupt gespeichert. Nicht, dass ich jetzt keine Banane mehr habe. Oh, das wäre gar nicht mal so gut. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken gehen. Sorry Leute, dass ich paranoid bin, aber das Spiel ist nun mal blind. Immer noch seit ewigen Zeiten und ich habe keine Ahnung.
Gut, gut. Vor allem, dieses Spiel hier wird wieder eines meiner längeren Let's Plays. Ungefähr so wie die Pokémon Kristall Edition, die ich auch schon vor ewigen Zeiten mal aufgenommen habe. So, dann geht es hier lang. Was war hier? Hier muss bestimmt Lenky hin. Verschwinde. So, dann geht es hier lang, da lang. Dann sind wir... Wo? So lang sieht der Weg auf der Karte aber nicht aus. So lange sieht der Weg auf der Karte garantiert nicht aus. Da geht's rein. Da komme ich aber nicht rein. Ah, Moment mal. Das ist ein Lenkifass. Ja, ganz genau. Ich hab's gecheckt. Am Anfang, also am Eingang hier, war ja auch ein Lenkifass. Das heißt, wir müssen mit der Traube diesen Schalter anschießen. Dann geht hier das Tor auf und dann müssen wir schnell mit Lenky ins Fass hüpfen, nämlich diesen Schalter. Dann müssen wir in dieses Fass hier hüpfen und dann kann Lenky ordentlich Gas geben und muss sich beeilen. Okay. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Versuchen wir das mal. Dumm! Ich habe nicht aufgepasst, weil es so dunkel ist und ich mich erst konzentrieren musste. Was ist denn das da hinten? Ein Totenkopf! Hey! Überhaupt nicht einladen oder so. Das sagt er nur, komm her, Gastfreundschaft. Bis zum geht nicht mehr. Keine anderen, das sind eine Traube. Also Lenky und Chunky. Das ist für Diddy. Hallo? Na endlich! Also ich drück sowas von die Taste. Und ich weiß, dass es nicht an meinen Controller liegt. So alt... Hoppla, falsche Taste. So alt der N64 auch ist und so alt auch der N64-Controller dazu ist, er funktioniert immer noch einwandfrei. Und da! Yes! Yes! Geil! Genau das brauchte ich jetzt. Okay, Munition. Gut, mehr als genug. Und irgendwas macht da draußen Lärm. Einen Moment mal. So, und weiter geht's. Ja, Lärm wie immer. Oh, Funky! Ja, yo, Funky! So, Lenky, schieb mir 7 Münzen rüber und ich werde deinen Shooter aufmüllen. Wie sieht's aus? Na klar doch. Was gibt's? Zielfernrohr. Was ist das? So wie Banjo-Tooie, oder? Wow, ihr kommt seit geübt im Umgang mit euren Shootern. Ihr könnt jetzt mit dem Zielfernrohr an eure Ziele heranzoomen und weiter schießen. Schaut durch das Visier und drücke den rechten C-Knopf, um zu zoomen und den linken, um wegzuzoomen. Drücke Z, um die Bewegung zu, keine Ahnung was. Granatenstark, Lenky, das war mein letzter Sackgeld. Jetzt zeig, was Sache ist. Yeah! Wir ziehen in den Krieg. Habe ich das gerade richtig verstanden? Das ist ja mal geil, das ist so wie ein Banjo-Tooie. Wie schieße ich jetzt? Geil. Also wie ein Banjo-Tooie ist das jetzt. Das mag ich sehr gerne. So, hier war irgendwo ein Ballon, der da. Der ist aber für Tiny. Sorry, Mann, warum mache ich das die ganze Zeit? Bin ich irgendwie... Keine Ahnung, lassen wir es einfach. So, Blaupause gehört... Ich sehe es nicht genau, ich glaube... Oh, Bananenmedaille, danke. Ich glaube, die Blaupause gehört Diddy oder Donkey. Ich habe es nicht genau gesehen, wie schon gesagt. Lenky-Münzen, geil. Brauche ich zwar nicht, aber... Egal. Einfach so, damit ich sie habe. So. Verschwinde! So, jetzt gehen wir mit Lenky da rein. Und machen das, was ich eben vorhatte. So, steck die Tröte weg. Und rein da. Ah, endlich geht es mal ein bisschen weiter. So. Das kann jetzt eventuell sehr lustig werden. Ich rechne mit einigen Fails. Schieß.
Ich hätte schon reinspringen sollen. Mist. So. Schnell, schnell, schnell. Ich kenne den Weg nicht mehr. Okay, dann war da und dann links, ja. Dann rechts, ja. Das schafft man ja nie. Das war falsch. Oh. Nee, das schafft man ja gar nicht. Nee, das ist unmöglich. Lauf. Lauf! Vor allem habe ich jetzt auch nicht mehr genug Kristallkokosnüsse, um das noch zu testen. Dumm. Sehr dumm. Schädel da hinten will mir überhaupt nicht gefallen. So, was für eine Blaupause bist du? Du bist... Damit ich wenigstens weiß, mit wem ich sie gleich holen muss. Diddy Kong! Oh, Moment, davor will ich noch mit Lanky da reingehen. Leck mich! Mann, mein Hals, warum auf einmal? Oh Mann! Warum gehe ich mit Lanky hier hin, ich Trottel? Und ich hoffe, ich habe nicht auf Pause gedrückt, ich Dummbatz. Ich hoffe, ich kann das irgendwie rausschneiden. Obwohl, da tue ich mir sowieso schwer mit Sachen rausschneiden und so in der Bearbeitung. Ich weiß, ich kann es, aber dann muss ich die ganzen Spuren alle wieder angleichen und dafür bin ich eigentlich viel zu faul. So. Kamera, bitte sei ein Freund. Und? Yes. Diddys Blaupause haben wir schon mal sicher. Diddys Münzen, lass mich in Ruhe. Ich hasse euch. Lass mich durch, danke. So. So, ich muss jetzt neue Munition sammeln. Ah. Meine ganze schöne Munition von vorhin ist jetzt alles weg. Naja, egal. Scheiße, ich hau meinen Controller gegen den Tisch. Oh, und das will mir so überhaupt nicht gefallen. Teleporter-System, was zum Geier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich weiß, ich gucke auf die Karte, aber... Was bist du? Ach so, ich habe mich erschrocken, weil ich was anderes gesehen habe. Ich dachte, das wäre so eine Zombie-Candy-Kong. Alter. Das war nicht nett von mir. Gedankengang. Das ist Donkey. Hätte ich allein schon wegen den Bananen da sehen können. Ja, ich weiß. Diese Umgebung hier gefällt mir mal so überhaupt nicht. Dagegen ist die Mad Monster Mansion ein Dreck. Also ich muss sagen, das hier ist wirklich unheimlich. Mehr als genug Muni. Ich muss jetzt mal... Wow, dich hätte ich fast nicht gesehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich lang muss. Und Diddy... Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe. Da ist Diddy. Aber ich würde sagen, bevor wir da reingehen, speichern wir und machen einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Donkey Kong 64. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.